Hey Leute, willkommen zurück zu Dark Souls 2. Entschuldigt, dass ich die letzte Aufnahme so abrupt beendet habe. Aber ging nicht anders. So, warum wird mir dieses komische gebrochene Zeichen da oben angezeigt? Das gefällt mir gar nicht. Das schaut aus, als wäre irgendwas kaputt. Ist ja egal. So. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wo wir auf Pate und sowas treffen. Ich habe das echt nicht mehr im Kopf. Wo das war, aber ich glaube, es war hier. Oder auch nicht? Ja, ja. Böse Spinnili. Alter, dein Ernst? Nein! Und du bist tot. So. War das nicht irgendwo hier? Versucht rechter Arm und dann Freude. Moment, rechter Arm. Okay, Siegerfaust. Yay! Ich verstehe es nicht so recht. Und ab wann finde ich die? Und wie war denn das? Ich weiß es nicht mehr. Okay, dann haben wir hier nichts mehr verloren. Vielleicht ist er ja noch im Gewalt der gefallenen Riesen, der Pate. Ja, vielleicht ist Pate wirklich im Gewalt der gefallenen Riesen. Das muss ich mir gleich mal ansehen. Vielleicht finde ich ihn dort wirklich. Das wäre ja cool. Das wäre ja sensationell. Kann ich wirklich mal gleich mal nachsehen. Komm, wir schauen nach. Geht ja schnell. Und die können uns ja auch nichts mehr. Oh! Aua! Aua! Boah, da können wir wüten, ey. Pate sitzt nicht mehr da. Ist komisch. Wo finde ich die beiden wieder? Naja, soll mich nicht stören. Soll mich nicht stören. So, war ich da oben schon? Ja, da oben war ich schon. Gut. Ja, ich will nicht unbedingt alles verpassen, ne? So, wir reisen nach hier, dieses Sumpfgebiet hier. Erntetal, ins Erntetal. Und dort geht's richtig ab, weil dort ist einfach nur Gift und die Gegner sind stark und groß und langsam. Langsam ist gut, aber Gift. Ich brauche jetzt gleich richtig viel Giftresistenz. Siehst du, wie schnell das voll ging? Der Helm, der andere hier, ist ein bisschen besser, glaube ich, gegen Giftresistenz, oder? So, Gift ist das Grüne hier. Muss ich schön gucken? Lass mal gucken hier. Wo ist denn das? Hm, der hier. Nö, keine Giftresistenz. Uiuiui. Aber ich habe ja. Ich habe doch... Was ist denn das hier? Ring, ach so. Den habe ich. Haha. Nicht aufgeben, Skelett. Ja, das sehe ich ganz genauso. Moment, ich habe ja noch Menschenbildeffekt. Aber ich bin nicht mehr menschlich. Ich werde einfach mal benutzen, man weiß ja nie. Vielleicht kommt da jemand, ist so freundlich. Und da hinten, hinter dem Wagen, ist was. Boah. Oder auch nicht. Gute Arbeit. Pferd. Hol. Okay, Pferd heißt quasi Idiot oder sowas, ich weiß es nicht. Alter, die Skelette hier. Ihr gammelt hier ab, ne? Ui, da ist der nächste Gegner, der ist ganz schön groß. Und hier ist überall Zeugs zum Aufsammeln. Genial. Genial. So, gibt's hier irgendwas? Ja, der steht auf. Kannst aber gleich liegen bleiben. So, ich schaue erstmal, wie ich den... Erstmal aufsammeln hier. Lebenstein. Dankeschön. Und dann gucke ich mal, dass ich an den... Alter, die Skelette machen mir hier ein bisschen... Bisschen Angst. So, ich würde sagen, der ist die Schwachstelle. Alter, das ist ein finsteres Kugel.
halten wir nicht so wirklich davon. Also nicht wirklich viel. Wie wär's mit Zaubern? 149 plus. Oh, das ist gut. Das ist gut. Ich sollte vielleicht mal meinen Bogen aufbessern, ne? Da mache ich vielleicht auch mehr Schaden. Giftiges Wurfmesser. Okay, die Animation zum Aufheben dauert verdammt lange. Aber ich werde einfach mal hier... wo ist es? Nicht die Giftabsammlung heilen, sondern die Giftresistenz fördern. Schwindende Seele, ja super. Das hat's ja gebracht. Titanitbrocken. Schwindende Seele, das Zeichen oben links gefällt mir. Mit dem Schild und dem Schwert. So, schwindende Seele, kleine glatte seitiger Stein. Vergiftet, oh mein Gott. Titanitscherbe, schneller. Komm schon, komm schon, komm schon. Alter, Alter. Ui, jetzt sollte ich vielleicht mal trinken. Sonst bin ich doppelt vergiftet, oder wie ist das? Ah, oh. Daneben auch noch. Ja. Schwinde Seele, Titanitscherbe und weiter, weiter, weiter. Oh, ich kann da hier noch runter. Oh, Leute. Fackel. Kann ich mich irgendwie noch heilen? Habe ich irgendwas? Komm, benutze den mal. Dann schnell da runter durch und... das Item. Nimm es. Duftzweig Fackel. Oh, cool. Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Gavlandui. Oh, wow, wow, das war ja knapp. Gavlan will. Gavlan what? Okay. With Gavlan. Alles klar. Gegenstände kaufen, machst du irgendwas Neues? Was ist das hier? Ring der Riesen. Okay, Balance. Hm, giftiges Wurfmesser. Ich glaube, ich nehme mal... 8. Dürfte reichen. Mehr kann ich sowieso nicht. Kann ich irgendwas verkaufen? Der gibt mir nur 150 Seelen für diese ganz guten Waffen und so? Alter, das sollte sich schämen. Aber der gibt mir mehr Seelen für Klamotten, oder? Auch nicht gut für Ringe. Ringe? Nö. Nee. Pfeile? Irgendwas anderes? Hm. Scheint ja jetzt nicht so der übelste Händler zu sein. So, was ist mit meinen Glücksmünzen hier? Wo sind die denn? Rostige Münze. 90? Nee, komm. Alter, du bist ja voll... Du gibst mir ja gar nichts. Was steht denn da? Nachricht lesen. Hurra für Schatz. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Und es ist kruder Stein. Gavlan, dich würde ich am liebsten dran glauben lassen, aber das darf ich nicht. So, ich bin noch gegen Gift resistent. Komm schon. Nein, nicht vergiften. Feuersamen und göttlicher Segen, okay. Nein, zu langsam. Na gut, da kann ich jetzt auch noch hier durch. Mist. Oh, ich hätte in die andere Richtung gemusst. Passiert. Entschuldigung. Oh, ich hasse diese Giftstellen-Ebenen hier. Oh. Nein, nicht den Pilz. Nein. Ich höre ein Skelett. Das gefällt mir gar nicht. Schützenposition, ehrlich. Aber der hält zu viel aus. Her? Ja, meinetwegen nicht. Bleib ruhig, wo du bist. Ja, jetzt habe ich dich, jetzt habe ich dich. Alter, wo willst du denn hin? Ich habe bloß Angst, näher zu gehen, weil ich habe das Gefühl, der tötet mich dann. Dann mache ich ja den da oben erstmal. Ja, das sollte eigentlich ins Bein treffen, aber naja. Da ist ja noch einer davon. Oh, komm schon, mir gehen die Pfeile aus. Oh, Mann. Muss ich jetzt wirklich näher ran? Ist aber uncool.
Wow. Wow, wow, wow. Okay, dich habe ich schon mal. Und jetzt, Leute, geht's ums Überleben. Ich habe einen Plan. Komm, mach deinen Zauber. Komm schon. Hier hin. Wow. Alter Schwede. Oh, daneben. Hier hin. Okay, jetzt kann ich weglaufen. Oh, Gottes Willen. Das hat gesessen. Ah, die Tür hat er gar nicht aufgemacht. Ich dachte, die geht auf. Sauerei. Ich dachte, die Bretter da gehen auf. Oh, nee. Das war eine andere Stelle, ne? Au. Aua. Au. Sau. Wow. Über das Köpfchen. Jetzt geht kaputt. Alter, hörst du auf? Du könntest die anderen noch verletzen. Na, das ist der Stein. Ja, da bin ich ja einverstanden mit. Mann, Mann, Mann. Und was jetzt damit? Das wäre doch ein Durchgang gewesen. Und wieso hat er den nicht kaputt gemacht? Was soll der Mist? Sauerei. So, jetzt gehe ich erstmal das erste hoch. Und hier sind wir bei einer Hexenurne. Hexereiurne. Ja, ja. So, aber ich möchte gerne da durch. Wie komme ich jetzt? Gar nicht, ne? Ist vorbei. Zug abgefahren. Oh, oder einfach so. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die ich jetzt natürlich nicht in Betracht gezogen habe. Ja, ja. Oh, da habe ich doch einen Gang gesehen. Mit einem Leuchtfeuerchen. Jawohl. Ich kann mal hinsetzen. Ich darf niemanden rufen. Oh, das ist schade. Schade, schade, schade. Oh. Zöpikino. Wer auch immer. Piccino. Piccino. Wer auch immer. Ich habe keine Ahnung. Na? Ja. Jawohl. Boah, geil, Alter. Mit zwei Äxten. Ist cool. Hallo, mein Freund. Wollen wir? Cool. Finde ich gut. Kommst du mit? Was? Dein Ernst? Was für ein Arsch bist du denn? Boah. Was für ein Arsch, ey. Mal ohne Spaß, das war ja sowas von fies. Ui, hier gibt es zwei Löcher. Zwei Löcher, genau, da kann man runter. Okay, das ist ekelhaft. Das ist ekelhaft hier. Ziemlich ekelhaft. So, jetzt habe ich nur eine Chance. Da gehe ich noch nicht lang. Kannst du knicken. Ich gehe erstmal nach hier. Jawohl. So, hier ist übrigens ziemlich eng. Boah, tu mir nicht weh. Alter, der hat mir wehgetan, aber vom Feinsten. Komm, mach ihn glatt. So, da runter kann ich noch. Gehe ich aber noch nicht. Möchte ich noch nicht. Und dann war hier irgendwas. Nein, ich hab's mir vermasselt mal wieder. Wie komme ich jetzt dahin? Gar nicht, ne? Verdammt, muss ich zurück ans Leuchtfeuer. Dann werde ich mal eben zurückkehren. Hab sowieso nur 2900 Seelen bei.
kann ich genauso gut. Alter, jetzt sehe ich einfach mal gar nichts. Schwindende Seele, okay. Einfach schön immer rechts halten. Boah, ich sehe einfach mal nichts. Vergiftet, Einfallspinselgewürz. Oh je, bin ich denn? Nee, da wollte ich noch nicht lang. So, dann gehen wir mal jetzt hier lang. Hopp. Okay, okay. Wo bin ich? Ich sehe einfach mal nichts. Ah, jetzt komme ich wieder hier raus. Gibt es da noch einen anderen Weg? Nochmal rechts halten. Schön rechts halten. Gift voraus, okay. Oh, Leute, ich sehe nichts mehr. Nein. Komm hier raus. Oh, das ist ja tödlich. Ist, glaube ich, aber auch Sinn und Zweck der Sache. Huch. Oh, das wäre ja schief gegangen, fast. Jetzt sollte ich aber mal schnell ans Feuerchen. Ja, ja. Wollt euch gegenseitig rufen, kann das sein? Nee. So, ich brauche jetzt dafür keinen Spieler, weil der tötet den Typen sonst. Und wenn ich sterbe, macht es jetzt nichts. Denn ich möchte eigentlich bloß, dass er mir dieses Türchen da aufmacht. So, mein Freund, bitte. Sag mal so freundlich. Genau hierhin. Genau hier. Hey, fast. Haha. Uiuiui. Aua. Oh, du Sau. Und runter ist er. Haha. Ich wusste, dass ich da rankomme. Ich wusste es. Fackel. Seele eines verlorenen Untoten. Pike des alten Ritters. Großschild des alten Ritters. Schimmender Lebensstein. So. Großschild des alten Ritters. Das will ich jetzt mal sehen. So, die können... Doppeldrachen Großschild. Ja, genau. Aber ich kann die ganzen Turmschilde noch gar nicht tragen. Wow, das ist schön. Wow. Na gut. So. Und die Pike des alten Ritters. Was ist denn die Pike des alten Ritters? Das hier? So eher eine Hellbarde, oder? Benutzt von einem Ritter aus einer so lang vergangenen Zeit, dass es von den Taten nichts mehr bekannt ist. Sie ist von extrem niedriger Dauerhaftigkeit. Mitunter kann etwas kurz bevor er auseinanderbricht noch einen letzten riesigen Kraftschub freisetzen. Wahrscheinlich mit dem letzten Schlag, bevor es zerbricht, macht es doppelten Damage oder so. Nicht so spektakulär. So, das bezweifle ich, dass ich das hier jetzt überlebe. Okay, ich überlebe das nicht. Nein! Uiuiui. Uiuiui. Einmal heilen. Oh, uiuiui. Zurück. Ha. Haha. Nee. Bleib mal schön zurück. Sau. Daneben. Schon mal ins Bett. Oh, nein, nicht weg. Oh, das hat sich böse angehört. Oh, das hört sich richtig neben mir an. Komm, geh drauf. Bitte. Komm schon. Geh drauf. Ja. Ich wusste es. Oh. Nein. Oh mein Gott. Jetzt habe ich verloren. Jetzt bin ich Geschichte. Komm schon. Und spring. Oh nein. Oh nein, ich will nicht gefangen sein. Oh, das ist uncool. Oh, Leute. Schlechte Karten. Oh, das wird gut. Komm schon. Lebe. Nein.
Und schnell trinken, trinken, trinken. Aber gerade so Glück gehabt. Aber gerade so. Mann, 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 Mann. So, was haben wir hier? Einfallspindelgewürz. Ja, die Teile sollte ich sammeln. Boah, wie lange wird meine... Achso, Ring der Resistenzen. Deswegen habe ich ja dieses Zeichen da oben. Ah, ja, ja, ja. So, dann gibt es hier noch was Schönes. Große Titanitscherbe. Ja, das nehme ich auch gerne. Hier ist einfach ein Hauch von nichts. Nicht mal eine unscheinbare Mauer. Dankeschön. Das waren zwei zum Preis von einem. Ein Hauch von nichts. Skeptikergewürz. Wo kommst du her? Nein! Nein, jetzt treff ihn doch. Ach komm, jetzt hör auf. Tja, wie du mehr, so ich dir. So, 6400 Seelen erst. Ein langer, steiniger Weg. So, was habe ich hier bekommen? Weiß ich nicht mehr. Zurück. Titanitscherbe. So, es gibt einen links und einen rechts. Links wartet sogar... Oh ja. Oh ja. Nein! Oh nein! Tod voraus, kurz gesagt, Vorsicht, vorspringen. Ja, das weiß ich auch. Aber hier gab es doch noch irgendwo eine versteckte Stelle mit einem Konvenant und so. Wo war das? Wo war es? Ich hab's vergessen. Oh nö. Duftzweig. Ja, wo zum Henker? Lass mal überlegen. Unscheinbare Mauer vielleicht? Unsichtbare meine ich. War das hier nicht irgendwo? Mann. Ja, verdammt. Na gut. Hurra für Glück. Dankeschön. Danke, danke. Ich freue mich zutiefst. So, nee, jetzt ernsthaft. Hier gab es irgendwo ein Konvenant und ich weiß nicht mehr wo. Das frisst mich gerade ein bisschen an. Wo könnte es gewesen sein? Wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne. Und ich werde gucken, dass ich hier diesen Typen noch ausschalte. So, wir gehen aber allerdings langsam die Seelenpfeile und hast du nicht gesehen aus. Ah. So, nehmen wir mal die finstere Kugel. Davon habe ich ein paar mehr noch. Komm, Alter, geht noch. Irgendwo war ich im Konvenant. Mann, ich weiß es nicht mehr. Stirb. Ja, nochmal mache ich nicht wirklich Schaden. Aber es kommt bald. Bald mache ich damit richtig viel ätzend Schaden. Jawohl, lasst mir alles zurück. Lasst mir zurück, was ihr habt. Wow, 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 Freundchen. So, wo war das jetzt mit dem Konvenant? War das... Nee, das war auch nicht hier. Wo war das? Ich weiß... Das war nach links, oder? Links? Links könnte es gewesen sein. Ja, links. Gehe ich dann nach links. Ich will das jetzt mit dem Konvenant haben. Vision von Tod. Licht voraus und kurz gesagt, was? Alter. Alter, mein Schild, mein Schild, mein Schild, mein Schild. Nein, nein, nein. Aua, 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 aua. Aua, 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 aua. Lauf. Nein! Aua. Aber wie, mein Freund? Ja, aber es ist richtig. Der ist so hart, ich bin richtig. Alter. Nö, 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 nö. Hau ab. Gehst du weg. Sau. Hau ab. Mann, 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 Mann. Muss man sich immer auf die Zauberei und Hexerei zurück... verlassen. Nicht zurück. Einfach nur verlassen. So, hier war das mit dem Konvenant. Ich bin mir hundertprozentig sicher und dafür brauche ich 25 Will oder sowas.
Jupp. Oh, hier steht was. Cool. Was steht hier denn? Scheinbare Wand. Gelogen. Da 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 da. Gelobt sei die Sonne. Knien. Eid leisten. Ja. Ich nehme lieber den Eid. Oh, verdammt. Ich hätte vielleicht den Eid der Ratte da nehmen sollen. Verdammt. Ah, ich Idiot. Habe ich eine Sonnenlichtmedaille? Oh, Geste lernen. Gelobt sei die Sonne. Eid leisten. Oh, okay. Weil das mit den Ratten, das brauche ich dann noch. Verdammt, aber ich habe den Ring der Sonne, was auch immer der bedeutet. Dies ist ein Ring des Eids, Eids der Erben der Sonne. Er erhöht die Angriffskraft mit Wundern ein wenig. Die Verehrung der Sonne, nun nur noch ein vergessener Glaube, war einst unter den großen Kriegern weit verbreitet. Mitglieder dieses Eids können ihre goldenen Zeichen zurücklassen, um leichter von ihren Brüdern für ein ausgelassenes Zusammenspiel beschworen zu werden. Ja. Jedenfalls mit 25. Wenn ich 5-mal, 10-mal, ich weiß es gar nicht, wenn ich ein paar Medaillen abgegeben habe, kriege ich den großen Blitzspeer und dann den sehr großen Blitzspeer. Und ich glaube, dieser eine Blitzspeer ist der gleiche, wie Gwyn benutzt hat. Also aus Dark Souls 1. So, ich mache hier auf jeden Fall einen Schnitt und sage danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part zu Dark Souls 2. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.